Herren Bezirksliga gegen zweite Bundesliga. Entsprechendes Ergebnis. Vinzenz Heck. Gegen Francisco Sanchez. Aber das eigentlich interessante Spiel ist hier. Denn hier geht es für Hildburgstein um 6:4 Sieg oder 5:5 Unentschieden. Zwischen dem Altmeister, zwischen Hans-Jürgen Fischer und Dennis Dickert. Und es geht knapp zu. Dickert muss punkten. Fischer hat eventuell noch einen fünften Satz zum Gewinn. Matchball zum 3:1. Und da liegen selbst bei einem so erfahrenen Spieler wie Fischer. Der gleichzeitig auch ein 5:5 bedeutet hätte, also ein wertvolles Unentschieden. Zwei so eindeutig Eisenhandfehler. Ja, aber die Nerven von Dennis Dickert sind ja auch nicht die allerbesten, muss man sagen. Dieses Spiel übrigens komplett als Stativaufnahme. Auf YouTube, Reinhard Steinbrecher, TV Hildburgstein gegen Fulda, 2019-03-10. War da noch was? Also möglicherweise hat der Ball die Kante berührt. So eng geht es hier zu. Jetzt das Netz auf der Seite von Dickert. Satzball zum 2:2, wenn ich es richtig sehe. Schauen wir mal. Ja. Durchaus vorbei.